dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Freunde des gepflegten geistigen Daseins und sonstige Genießer, niveauvoller Argumente. Hier ist der Gleichsetzkanal mit der vermutlich letzten Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es stehen noch 20 Nummern aus und ich denke mal, ich müsste mich schon sehr in der Plaudertasche vergreifen, wenn nicht diese nicht in einer halben Stunde zu bewältigen sind oder auch nicht. Hat schon Folgen gegeben, da waren nicht mehr als 2 Nummern drin und anscheinend bin ich gerade wieder dabei, die Folge zu strecken, und deswegen geht es hier jetzt weiter mit Nummer 330. Wieder seit 2 Folgen jetzt nur noch Fritz Mautner am Werk. Ich werde das jetzt nicht immer extra dazu sagen. Die Videoanalysten, die sehen das sowieso vor sich, und im Podcast soll das jetzt die ganze Folge gelten. Also, aber nicht einmal denken können wir, wie wir wollen. Wir können nur denken, was die Sprache uns gestattet, was die Sprache und ihr individueller Gebrauch uns denken lässt. Hier ist ein anderer Punkt, an dem sich die Geister scheiden, beziehungsweise wo ich Mautner nicht folgen kann, der letztlich der Meinung ist, Sprache und Vernunft ist ein und dieselbe Sache. Und so auch hier, wir können nur denken, was die Sprache uns gestattet. Das wäre dann eben kein sprachkritisches Denken. Denn sprachkritisch denken heißt für mich, die objektivistische Form ablegen und mit all diesen Allgemeinheiten versuchen, so gut es geht, sich der Individualität zu nähern. Also dem ganz speziellen Anliegen, das gerade in einer bestimmten Situation zur Debatte steht, dem Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit entsprechend dann darzustellen und somit dann erfolgreich zu sein oder nicht. Hier diese Darstellung ist eine objektivistische, bezieht sich auf eine allgemeingültige Wirklichkeit, die jedermann, jeder Frau gleichermaßen zur Verfügung steht, erkannt werden kann. Was aber ein Wunschtraum ist, ein rationalistischer Optimismus, Idealismus, Illusionismus, eine Schwärmerei, die überhaupt nicht zum Anspruch einer Objektivität und Neutralität, Wertfreiheit passt. Wir können sehr wohl etwas anderes denken, als uns die Sprache gestattet, wenn die Allgemeinbegriffe dahingehend differenziert werden, dass es um die Bedeutung geht, dass nicht allgemeingültige Bedeutungen ausgegeben werden, lexikalische Definitionen, an die man sich wie an die Buchstaben des Gesetzes treu halten muss. Ein solches Verständnis kann nur Resignation und bei Mautner anscheinend lächelnde Resignation. Im Grunde genommen ist das Ganze lächerlich. So schaut es nämlich aus. Nur der Illusion einer Allgemeingültigkeit geschuldet, die geringste Legitimation aufzuweisen hat.
was die Sprache und ihr individueller Gebrauch uns denken lässt, klingt es an mit dem individuellen Gebrauch, beziehungsweise die Sprache so zu gebrauchen, dass die Individualität zur Geltung kommt. Das ist vielleicht etwas anderes, als was hier steht. Die Individualität ist das Problem, ist die Inkommensurabilität zwischen Wort und Sache ist das Problem, die sich nicht auf logische Weise überbrücken lässt, also nur durch Erkennen oder durch Wissen, sondern nur durch ein Wollen, ein Trachten, ein Streben, ein Bedürfen, ein Interesse, einen Zweck und dergleichen. Und das hätte schon lange, hätte das passieren müssen, spätestens zum einen im Mittelalter durch den Nominalismus. Gut, das mag jetzt sein, dass da die Umstände nicht gerade die günstigsten waren, um das da jetzt eine große Verbreitung herzustellen, da ohnehin alles im Latein der breiten Masse überhaupt nicht zugänglich war und größtenteils sich diese Diskussion in Klöstern abgespielt hat und das immer irgendwelche Mönche waren, die da Zeit und Muße hatten, sich um derlei Geschäfte zu kümmern. Aber dann Mitte des 19. Jahrhunderts im Nachklang zu Kants Hinweis auf die Subjektivität und dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo dann die Diskussion ihren Höhepunkt erreicht hat unter denjenigen, die so schlau waren, die Sprache oder die Formulierungen, die Form vom Inhalt zu trennen, beziehungsweise sich dieses Verhältnis überhaupt zum Problem gemacht haben. Da hätte dann mit dem Begriff der Apperzeption endgültig klar sein müssen, dass keine Begriffsbildung ohne so etwas wie eine Intention oder ohne so einen Rückgriff auf die Erfahrung, was Apperzeption dann auch bedeuten sollte, ein zur Wahrnehmung hinzukommendes. Und das wurde nicht mit Nachdruck verfolgt. Genauso zur gleichen Zeit die Theorie des naiven Realismus als vorwissenschaftlich, da hat man dem Alltagsdenken nicht den Garaus bereitet, den es eigentlich erleiden hätte müssen. Aber woran das jetzt liegt, selbst ein Karl Marx ist da auf diesen Träumerzug aufgesprungen und hat sich für seinen Sozialismus da jede Menge Wissenschaft versprochen, was erwiesenermaßen nicht eingetreten ist. Der Wissenschaft ist dieser Sozialismus so schnurzpiepe wie noch gerade was. Und auch irgendwelche Marxisten und Gruppierungen in der Art ändern da nichts daran. Und solange dieser Sozialismus auf wissenschaftlicher Basis aufgebaut ist, wird es nichts damit. Oder wenn es etwas wird, ist von vornherein schon nichts anderes als das, was bisher immer passiert ist und in den Ländern, wo sich dieser Sozialismus verwirklicht hat, sieht man das ganz deutlich. Die Negativerscheinungen gesellschaftlicher Organisation haben sich da zu 100% realisiert und von den Idealen ist so gut wie gar nichts, nur gerade so viel übrig geblieben, dass man die Leute dazu bringen konnte, immer noch daran zu glauben. Es ist die Allgemeingültigkeit, die nicht als Problem erkannt wurde, die logische Allgemeingültigkeit. Und dieser irrtümlichen Auffassung sind auch die nicht marxistischen oder nicht ideologischen Gruppen der Bevölkerung, die sogenannten Neutralen, aufgesessen, die sich die Wissenschaft zur Führerin erkoren haben. Die Wissenschaft hat diese allgemeingültige, objektivistische Wissenschaft
hat im Grunde genommen die Stelle, den Autoritätsposten von Gott und König aus der Vergangenheit übernommen und ist nun der Garant und Instanz dafür, dass es eine höhere Macht gibt in Form einer für alle gültigen Realität, gegen die sich dann auch tatsächlich ein Großteil der Bevölkerung machtlos gegenüber fühlt. Und so sind die Argumente aus den billigen Plätzen dann, was Theorien angeht, dergestalt, dass man der Hoffnung Ausdruck verleiht, die Realität möge solche Flausen, wie diese Theorien dann darstellen, schon gehörig korrigieren. So, ich komme zum nächsten Punkt. Herr Bart, Johann Friedrich, keine Ahnung. Das war eine Sache da, diese 100 Jahre, wo jeder diesen zweiten Vornamen haben musste, bei den Amerikanern sehr beliebt. Ich selber muss jüngst auch dazu greifen, um mich zu unterscheiden von einem Namensvetter, dem Werner Petschko aus Dingolfing. Aber Herbert allein dürfte auch funktionieren. Herbert verdient Dank dafür, dass wir den Vorgang, ach, da haben wir es ja, die Aperzeption besser begreifen gelernt haben. Die älteren Vorstellungsmassen unseres Bewusstseins lassen neue Vorstellungen mit sich verschmelzen. Das ist jetzt noch nicht das richtige Werkzeug, das ich eigentlich haben wollte. Das kommt davon, wenn man zwischendurch immer etwas anderes macht. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt die Aperzeption, die meinem Begriff entspricht. Allein dieser Rückgriff auf ältere Vorstellungsmasse bzw. Erfahrung und die Verschmelzung damit macht das noch nicht aus. Viel wichtiger ist es, denke ich, dieses subjektive Streben da hervorzuheben. Weil die große Krankheit, sage ich jetzt mal, die der Objektivismus da seuchenartig ausbreitet, ist eine Entsubjektivierung der ganzen Angelegenheit. Und überall da, wo es hingehört, das Subjekt hervorzuheben, ist es umso wichtiger, damit die gegenwärtige oder die Übermacht des Objektivistischen bei jeder Gelegenheit mit Nachdruck bekämpft wird. Was durch diese Aperzeption verdeutlicht ist, das ist das subjektive Moment. Eben dieses Kontra-Objektivismus Wertfreiheit, dass es auf diese Abhängigkeit vom individuellen Bewusstsein bei jeder Wahrnehmung oder eigentlich dürfte das überhaupt keine Sache sein, dass man sich klar ist, dass das, was irgendjemand mit seinen Sinnen Gesicht hast, hören, schmecken und so weiter, da an sogenannter Empfindung, Wahrnehmung da registriert, ist eine individuelle, subjektive Angelegenheit. Und wie daraus etwas Objektives zu schustern ist, das müsste eigentlich ein Geheimnis sein. Aber ist es nicht. Da wird einfach erzählt, ja, schwuppsdiwupps, das ist einfach so, das ist eine Tatsache, empirische Studien und empirisch, Erfahrung bewiesen und fertig und alle glauben diesen Blödsinn mit Z. Und schon geht's wieder weiter, nochmal Herbert, oder ist es die Möglichkeit, eine Doublette gleich hinterher, ja, umso einfacher, um das ganze Missgeschick sofort zu enttarnen. Aber die Aperzeption kommt jetzt nochmal, 333.
Und wo bleibt die Assoziation? 333, sofort Assoziationspsychologie bei denjenigen, die den Schulunterricht der Jahre 1960 bis 1980, schätze ich mal, oder sogar 1950 bis 1980 genossen haben. Ich werde das Rätsel jetzt nicht auflösen, sondern mich in einer Mystifizierung ergehen. Also, ich lese vor, Vorlesung. Aperzeption ist eine Tätigkeit, der auf Deutsch der Name Zueignung gegeben wird. Ja, ist halt so. Im Duden wahrscheinlich, den hat es aber zu Partnerszeiten schon gegeben, noch nicht gegeben, egal. Fast immer sind es die älteren Vorstellungsmassen, die sich die neue Vorstellung zueignen. Die alten Vorstellungsmassen sind für die Tätigkeit der Aperzeption als Kategorien der Sprache vorgebildet, als allgemeine Begriffe. Also das Subjekt ist hier unabdingbar. Und wenn es jetzt immer die geläufigen Argumente für den Objektivismus sind, ja, beziehungsweise die Einwürfe in Form eines Subjektivismus, die werden gern leicht damit abgewiesen, weil es wird behauptet, dass der Wissenschaftler da kühl und ohne Vorurteile gerecht, die eben objektiv eine Angelegenheit, einen Sachverhalt da analysiert und dann zu einem Ergebnis kommt, bei dem es sich einfach um die Tatsachen handelt, wo irgendjemand anderer genauso zu denselben Tatsachen kommen muss. So ungefähr geht das. Wenn man nur, dann heißt es, wenn man richtig denkt und dann hat immer derjenige, der solche Argumente bringt, dann auch die richtige Theorie und also subjektiv da besondere subjektive Interessen zu haben in der wissenschaftlichen Methode. Das ist sozusagen ein No-Go. Und wenn man sich dann von diesen Emotionen dann frei macht, ist der Weg frei für ein absolut wertneutrales Resultat. Und das ist eben der Unfug. Es kann sich niemand dieser Leute, auch bei noch so sehr bemüht, überhaupt sein Bewusstsein da, einen Großteil seines Bewusstseins auszuschalten. Und das ist jetzt nicht, das würde jetzt nicht, diese Subjektivität macht jetzt aus keiner Mücke einen Elefanten, aber es ist doch eine gewisse Gerichtetheit, der Ausschluss verschiedener anderer Möglichkeiten, möglicherweise, und dass man auf bestimmte Ideen einfach nicht kommt. Das liegt vielmehr daran, dass man an die seine eigene Erfahrung gebunden ist und da nicht rauskommt. Und deshalb ist selbstverständlich von Mensch zu Mensch verschieden. Bei anderen, denen das eher möglich ist, die vielleicht anders erzogen wurden, nicht so sehr fixiert jetzt auf irgendeine Vergangenheit, denen gelingt es leichter. Das sind dann die sogenannten kreativeren Köpfe. Aber sich zu befreien überhaupt für eine bestimmte Sache, es wird ja nicht in den seltensten Fällen wird in den freien Raum hineingeforscht. Da gibt es bestimmte, da ist ein bestimmter Bereich ist immer eingegrenzt, innerhalb dessen dann nach der Lösung eines Problems gesucht wird. Es ist immer eine Aufgabenstellung. Man will ja etwas, nicht nur jetzt irgendein Serum, Wirkstoff, Impfstoff finden für irgendein Corona, sondern auch
bestimmte Phänomene, die jetzt regelmäßig wiederkehren, aber man sich nicht erklären kann, wieso das so ist. Da ist es jetzt unabhängig von irgendeinem Nutzen, der vielleicht daraus gezogen wird, ist es eine ganz natürliche, sage ich mal, Neugier oder der Spontanität eines Bewusstseins geschuldet, dass da ein, nicht bei allen, aber doch bei vielen Menschen, ein Interesse, eine Neugier entsteht. Und man das jetzt wissen will und da verschiedene Versuche anstellt, um dann diese oder jene Erfahrung zu machen. Und oft auch vergeblich, und vielleicht kommt man auch, löst man auf eine Sache, auf die man es zu Beginn überhaupt nicht abgesehen hat. Da kann alles Mögliche passieren, aber zu behaupten, jetzt eine Objektivität, eine Wertfreiheit zu behaupten, und dass diese, man muss das so denken, diese Behauptung der Wertfreiheit, die ist gar nicht ohne einen guten Grund zu denken. Einfach so, weil man, an was würde man da glauben? An eine Wahrheit an sich. Das kann mit gutem Gewissen heutzutage niemand mehr. Also irgendeine Erkenntnis an sich, was an sich gelten soll, und das noch dem einem menschlichen Verstand als solches an sich erfahrbar, erkennbar, das ist ein Unding. Obwohl eben viele Leute immer noch das Gegenteil glauben, also meine ich doch, dass wenn dieses Vollschreiben von Bibliotheken über Jahrhunderte hinweg und in jüngster Zeit katastrophale Auswüchse, dass niemand mehr das alles bewältigen kann und deswegen auch nicht den Mist von dem, was sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, sich dafür zu interessieren, wenn das überhaupt einen Sinn haben soll, dann muss hier ein definitives Resultat all dieser Forschungen her. Und das bedeutet das Ende der allgemeingültigen an sich Objektivität. Und kein endloses Forschen bis in alle Ewigkeit, wie das noch Paul Natorp und mit ihm wahrscheinlich einige Neukantianer da geglaubt haben, weil der Stoff, die Materie im Prinzip unendlich ist, würde es auch in der Wissenschaft kein definitives Resultat geben. Und das ist eben der Irrtum. Dieses Resultat gibt es. Es gibt mit Mitteln der Rationalität und Logik aufweisbare Grenzen dieses rationalen Verstandes. Und das bedeutet das Ende des Objektivismus und des Rationalismus, der immer schon ein Optimismus und ein Idealismus war. Und damit, das ist eine kopernikanische Wende, und die muss jetzt nur durchdekliniert werden in allen, da muss jetzt aufgeräumt werden. Das ist eine Zäsur in der Erkenntnis, dass eine Grenze jetzt erreicht ist, die nicht mehr überschritten werden kann mit erkenntnismäßigen Mitteln, so wie sich kein Auge selbst sehen kann, und kein Nervenreiz sich selber empfinden. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und genauso ist es mit dem Erkennen eines Zustandes an sich, wie dieser ist, und nur so und nicht anders. Und für alle so. Und Sache ist die, dass das Begreifen dieser definitiven Grenze noch gar nicht stattgefunden hat. Und der nächste Schritt ist eben, das mit Nachdruck und unaufhörlich, unermüdlich dafür zu kämpfen, dass das begriffen wird. Und alles andere, die Konsequenz, die sich dann daraus ergibt,
da ist, da kann zwar noch viel falsch laufen, aber da gibt's, ergibt sich auch sehr viel, wenn man nur dieser Logik folgt, dass nichts allgemeingültig es an Erkenntnis und Wissen mehr gibt, dann ergeben sich jede Menge, ich sag mal, Aufräumarbeiten an einem Schutt, Mist, Ballast, der sich über die Jahrhunderte angesammelt hat. Und diese Arbeit wird noch weitere Jahrhunderte dauern. Aber nichts anderes wird ein Fortschritt der Menschheit sein. So, das ist jetzt der richtige Moment, auf die Uhr zu schauen. 10 Sekunden, 9, 8, 7, 6 ist fast einen Countdown-Wert. Ich hoffe, ich verplaudere jetzt nicht noch allzu viel. Und weil es jetzt definitiv nicht die letzte Folge war, brauche ich jetzt gar nichts mehr breitreten. Ich markiere mir die Nummer 334 für das nächste Mal. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann werden es noch 72. Aber so in dem in der Preisklasse rum, das spielt keine Rolle. Es sind 70, 71 ist gut, 72. Von mir aus 73 und 74, 75 würde mich schon wundern, jetzt 20 Nummern auf 5 Folgen zu strecken. Da müsste mich schon der Pfingstgeist müsste mich da überkommen und ich mich zu allmöglichen Prophezeiungen hingerufen fühlen, was die Zukunft der Menschheit betrifft. Okay, Freunde der Butterblume, Peace, eigentlich Victory, ich bin der Sieger. Das heißt, eigentlich ist immer die Unendlichkeit der Sieger. Aber ich bin ein Apostel der Unendlichkeit. Also Stellvertreter, Repräsentant, quasi Philosophia Perennum heißt es. Fachbegriff. Und out. Außerdem muss ich die Schnelle. Ich habe gesehen, dass ihr schnell reagiert. Solche Leute suchen.